Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Derzeit sind wir für Lilia Hagen unterwegs in der Quest Verbrechersyndikat und wir müssen ein bestimmtes Gas auf unser Schiff transportieren und das werde ich leider alleine nicht hinkriegen und deswegen werde ich Hilfe benötigen. Ich wünsche euch viel Spaß in der heutigen Folge. Okay, das ist auf jeden Fall nicht das, worauf ich schießen sollte. Kann das sein, dass ihr hier die Mantis erschaffen habt? Oder allgemein die Fauna? So, was haben wir denn hier ums Eck? War klar. Ihr kleine Bitch. Wahrscheinlich zwei kleine Bitches. Oh, perfektes Timing, meine Liebe. Das hättest du nicht besser machen können. Komm, ein Schuss noch. Okay. Haha, du hast eine kleine Larve mitgebracht, wie süß. Au, oh, das ist nicht gut. Du lebst ja doch. Hör auf zu leben. Ah, yes, das Brennen, das hält ewig. Ah. Wo ist die andere Larve? Ach da! Dreckstück. Einfach eingespuckt. Während der Corona-Zeit bist du denn wahnsinnig. So, darauf soll ich schießen? Nee. Lagertanks mit dem Auftanksystem des Landeplatzes verbinden. Technik 40. Treibstoffsystem auf Alter wieder Gas umstellen. Ja, wie sieht's aus bei mir? Wie viel Technik habe ich? Ich meine, ich gehe ja momentan auf Technik, aber ich habe noch keine 40. Und die Müdigkeit zieht mir auch noch ein bisschen was ab, ne? Ich bin auf 25. Erschüttert. Ah, na gut. Könnte natürlich wiederkommen, wenn ich ein Level hatte, aber ist ja auch doof. Das bringt mich zur Cascadia. Ich gehe nochmal kurz. Ich meine, ich könnte doch zu Cascadia gehen, meine Troller holen, zurückkommen und die macht das dann für mich. So, ich habe jetzt Parvati dabei. Parvati, aufgepasst. Let me take a look, see. Okay, I'm thinking, if I patch this into our fuel cell network, we can use the empty tanks to hold this Ulta Wattabittle stuff. Just gotta compensate for the pressure difference. We burn liquid reaction mass, not gas, and the cells are distributed all through the hull, so I gotta isolate the empties. Sieht richtig aus. Okay. Entspann dich, du schaffst das. Absolutely surely, Captain. No worries. Hoffen wir es mal. There we are. Good as pretty and twice as new. Danke für die Erfahrung. Gute Arbeit. Oh, I just did my thing. You know. Gut. Bezahlung kriegst du nicht. Okay, hauen wir ab. Hoffen wir, dass wir jetzt hier keine Gegner mehr auftauchen. Okidokli. Und die Tür habe ich nicht gesehen. Bin einmal rumgelaufen. Where are we headed today, Captain? The stars are the limit. So, wir möchten zur Groundbreaker zurück. Und schon bin ich am Verdursten am Vorhang. Naja, ich brauche das jetzt momentan eh nicht. Ich werde ja nicht kämpfen. Parvati, du bleibst hier.
Ich meine, natürlich verpasst man sehr viel in diesem Spiel, wenn man seinen Begleiter nicht mitnimmt, ne? Aber die Alternative wäre, dass sie nach und nach alle sterben. Und ich will jetzt sowieso alleine rumrennen. So. Da wären wir. That gas is going to make us a fucking mint. 120 some cubic meters of it at a million bits a pop. Take this. You've earned it. When we get buyers lined up, I'm gonna buy a gold toilet to shit in. So, krieg ich Geld? Ah, hier nimm das, das hast du dir verdient. Wenn die Käufer erstmal Schlange stehen, kaufe ich eine Toilette aus Gold, ist klar. Ist klar. Das höchste Ziel, das wir alle anstreben. You're goddamn right. Monarch isn't exactly a walk down the lanes of Byzantium. But here you are with all your limbs attached. Call me impressed, contractor. Für den Fall, dass es dich interessiert, mir ist niemand gefolgt. No one you saw anyway. Glad to see you're looking out for yourself. I hope you kept the Unreliable's engines warm, because I got another job lined up for my new favorite contractor. You're gonna salvage me a space station. Heliospheric Research Station 1084, to be exact. I want it. Cobwebs and all. Interested? Das klingt riskant. Hast du schon einen Käufer in petto? Not this time. The board tolerates our business up to a point, and selling off a station full of their old gear and terminals crosses that point. But if we were to move in and commandeer the station as a sublight salvage remote office, that's a different matter. Legally gray by comparison. More of a squatter situation. Okay, wo muss ich hin? Here, this override bypass should get you into the station's systems where you can plant my flag. And one last thing. When you get there, make sure you aren't followed. We wouldn't want that. Okay. I'm on the heels of something big. Play your cards right and I'll clue you in. But right now, I'm not sure who I can trust. Just be careful. Someone might try and use you to get to me. Wer weiß, vielleicht nutze ich das dann auch. Ein legitimes Geschäft, Dienstleister. Sollte euch das Gesetz auf den Fersen sein, erteilt unsere Rechtsabteilung euch durch die Erlaubnis, die folgende Passage aus unserer kolonialen Handelslizenz zu rezitieren. Den Vorschriften bezüglich haltbar gemachten Bars folgend wäre eine solche Geschäftsentität dementsprechend zwecks Gewinnerzielung und Verbrauchsfreundlichkeit berechtigt, landwirtschaftliches Gerät und Zubehör zu beschaffen, zu besitzen und zu verschrotten. Kurzfassung, wenn wir mit Dosenfleisch handeln, können wir legal Traktoren und Traktorteile bergen. Daher habe ich eine Dose Borst in einem Schließfach im Besitz von Sublight auf einer anderen Welt deponiert, wodurch die Waren, die ihr ranschafft, als Landwirtschaftsgeräte klassifiziert werden. Alles, was wir tun, ist völlig legal. Und jetzt bringt mir eine große Scheibe Profit heim. Oh, ich will da rein. Ich könnte da rein. Was sehen Sie doch bestimmt. Ja, der bekommt das sofort mit. Der beobachtet mich. Na gut. Gehe ich zurück zum Schiff. So. Ach, guck mal hier. Das ist jetzt frei. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Da ist noch was frei. Ein geheimer Planet ist da noch. Sieh mal einer, guck. In der Umlaufbahn der Sonne. Vielleicht gehört das hier auch eher da. Naja, egal. Wir wollen erstmal nach Monarch zurück. Aber es geht um Kefreen. Dafür müssen wir nach Monarch und Fallbrook, glaube ich, ne? We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Alles klar. Können wir direkt mal schlafen gehen, ey. Da
Ich bin schon wieder am Verdursten. Dieses Hin- und Herreisen ist schrecklich. So. Dann essen wir kurz was. Was haben wir hier noch? Naja gut, das war jetzt nicht der Hammer. Energy Drink spare ich mir auf. So, Wasser. Likör. Wein. Irgendwie ist kein Trinken, oder? Nein. Ach, was für eine Verschwendung. Nur fürs Hin- und Herreisen, ne? Unglaublich. Ah, ich hätte es noch nicht machen sollen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch hier noch einen Auftrag? Oh, vielleicht war das gerade komplette Verschwendung. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist gut möglich. Please say the Yoda corpse you're wearing is Clive's. Eo, die Leiche? Was? Ach so, das ist... Sie redet vom Parfum. Schlachthof Clive ist vor uns gegangen. Huh. Not much boast to that declaration. Am I to take that to mean you didn't kill him? Wie viele Schwachköpfe hast du denn losgeschickt, um ihn zu ermorden? Natürlich war ich es! Hired more than we're successful, can tell you that. Still, this ought to compensate for your troubles. And take an aromatic. You stink like Sisty Pig. Ich habe mich um dein kleines Drogentransportproblem gekümmert. Funny, you don't look like Nelson Mason. Funnier still, I wasn't aware of an existing problem. Er hat versucht, Kosten einzusparen, indem er das Zeug mit Spreads statt Roboter, Roboladern transportiert hat. That Thunderhead. Can't hardly fathom how that panned out. Let me guess, it involved blood and guts and fur in places that don't merit mention. Well, you got my begrudging gratitude for cleaning the mess. Ja, ich hätte gerne ein Zimmer. I take it you don't have a reservation. No matter, I keep a suite of VIP rooms for visitors of your, let's call it a certain means. The VIP rooms charge by the night, but for you, I'll make it a one-time fee. Got a feeling you'll make me a fine investment. Bestechung. Marvelous, do take care of the place. Maid service won't clean after a murder. Ich habe ein Haus in Fallbrook? Das ist es nicht. Das wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, wo ist jetzt mein Haus? Hä? Das wird... Hier oben vielleicht? Ganz, ganz, ganz und Ammo-Händler. Hallo. Oh, I beg your pardon. Can you not see I'm walking here? Was? Du siehst nicht, aber nicht so aus, als würdest du hier laufen. Physically, you mean? In my mind, I have traveled galaxies. Well, it is of no consequence, I assure you. I shall embark shortly with my legs. Wohin? I'm not entirely decided. If I'm being honest, I think I'd fancy a visit to Tartarus. So long as it's under the shield of my fantastical imagination. Ja, dann lauf ruhig weiter. Was bist du? Wo? Das ist nicht dein Ernst. Dann habe ich hier erstmal eingesperrt. Okay. So, Mr. Ganz, ganz, ganz. You shopping for pre?
Dann zeig mal, was du für Guns hast. Los, Sublight Scharfschützengewehr. Für 500? 42% Rabatt? Holy shit. Nehme ich. Alter, das nehme ich. Natürlich nehme ich das. Geilo. Was haben wir hier? Essen. Ja. Trinken ist immer gut. Soße. Oh, nee. Oh. Was hast du so zum Anbieten? 42% Rabatt, Alter. Sublight Datapad. Das persönliche Datapad eines Sublight-Dienstleisters. Ich kauf's einfach mal. Eine Augenklappe. Lügen plus 5. Keine Ahnung, ich kaufe es einfach mal, ich weiß nicht wozu. Dieses Datapad enthält das persönliche Tagebuch von Mercer Cole, einem unbedeutenden Sublight-Dienstleister. In den meisten Einträgen beschwert er sich über seine faulen Kollegen oder die mies bezahlten Aufträge. Im letzten Eintrag steht folgendes: Kann ich glauben, dass wir Scheiß aller Vettel-Gas in einem eingemotteten Rizzo-Labor im Dustbag gefunden haben? La Vita? Hola Vita? Mir egal, wie es geschrieben wird. Ist jedenfalls scheiße viel wert. Was für ein Volltrottel macht denn aus sowas bitte Süßigkeiten? Sieht so aus, als ob die gute Gerti diesmal den richtigen Riecher hatte. Nicht, dass ich ihr das je sagen würde. Bei der kleinsten Kritik geht die Alte ja gleich voll an die Decke. Wir können das ganze Zeug gar nicht abtransportieren. Werden wohl ein Schiff brauchen, um uns vom Planeten zu schmuggeln. Lilia Hagen soll ein Team schicken. Jawohl, Mrs. Marlin kriegt das in Fallbrook niemals auf die Reihe. Bin gerade dabei, Remy und dem Pale Kale Ale abzufüllen. Pale Kale Ale. Auf das er so steht. Wenn ich ihn richtig schön besoffen mache, verrät er mir bestimmt das Passwort für die Bude. Hab mal ein bisschen rumgeschnüffelt, während er und Gerti das Alavita-Gas getestet haben. Hab einen alten Aufzugsschacht gefunden, den einer von den Eierköpfen in ein Versteck für so eine schicke Waffe umgebaut hat. Die Knarre bringt mir bestimmt einen ordentlichen Haufen Zaster ein, wenn ich sie mir später hole. Der gute Mercer wird schon bald ein edler Einwohner von Byzantium sein. Da kannst du Gift drauf nehmen. Remy und Gerti dürften bloß keinen Wind davon kriegen. Gerti wird total durchdrehen und verlangen, dass wir den Gewinn teilen. Remy, der wird mich wahrscheinlich einfach abmurksen und alles für sich behalten. Moment mal. Während er und Gerti das all blabla, hat einen alten Aufzugsschacht gefunden, den einer von den Eierköpfen in ein Versteck für so eine schicke Waffe gebaut hat. Scheiße, ich muss das finden. Dafür war das da. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes zum verlassenen Labor zurück. Kriegen wir da irgendwas? Ja, wir kriegen da eine Questmarkierung auf jeden Fall. Aber wo ist mein Haus? Da oben? Das ist meine Butze? Hier kann man ja nicht mehr schlafen. Ist im Leben nicht meine Butze. Ich habe Geld für etwas ausgegeben, was ich nie kriegen werde. Ich glaube, das war metaphorisch gemeint. Ich glaube nicht, dass ich eine Butze habe. Ich glaube, ich habe sie einfach nur bestochen. Got back from delivering to that house with a strange family. The ones that always smell like raw meat and got splotches of blood on them? Ja, wurde wahrscheinlich verarscht, würde ich sagen. Also ich würde wetten, in meinem Haus dürfte ich schlafen. Na gut, auf zurück zum alten Labor und den Aufzugsschacht finden.
Aber habe ich nicht einen Schlüssel bekommen? Mir war so. Ah! Nice. Das ist also meine Butze hier. Das war es nicht wirklich wert. Ich kann ja nicht mal hier schlafen. Ich meine, WTF. Ich durfte einfach nur ins Haus rein. Na gut, das ist praktisch. Tüfteln! Wir haben jetzt diese schicke, legendäre Waffe hier. Hm? Schussgeräusch minus 66 und Schaden nach Rüstung. Okay. ...210 Schaden. Wie sieht es mit meiner Sniper aus? Ja. Boah. Das ist nicht die Waffe, die ich wollte. Ich möchte diese Waffe hier austauschen. Ja. Das testen wir gleich mal. Und das war's damit für heute. Kleiner Spoiler für morgen. Mir ist ein Teil der Aufnahme flöten gegangen, weil ich nicht aufgenommen habe. Ich habe in dieser Aufnahme zwei Wissenschaftswaffen gefunden und wie ich das Problem löse mit der verloren gegangenen Folge bzw. mit der verloren gegangenen Zeit, das erfahrt ihr morgen. Haut rein, ciao!